Willkommen beim Gartencoach. Ich baue gerade in meinen Frühbeetkasten eine Fußbodenheizung ein. Und wie das geht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Bleibt dabei! So ein Frühbeetkasten ist ideal, um sehr zeitig im Jahr Salate, Blattgemüse und Radieschen aussäen zu können. Ein Frühbeetkasten ist im Grunde genommen nichts anderes als ein kleines Gewächshaus. Wenn die Sonne rauskommt, wird es drinnen richtig mollig warm, auch an einem kalten Wintertag. Wenn jetzt aber die Sonne weg ist, dann ist es natürlich in unserem Frühbeetkasten auch direkt kalt. Da kann ich eine alte Gärtnertradition jetzt einsetzen. Ich gehe hin und baue Stallmist in unseren Frühbeetkasten ein. Schritt 1 in unserem Fußbodenprojekt ist es, die Erde auszukoffern. Und ihr werdet überrascht sein, wie viel da anfällt. Ich habe jetzt etwas mehr als eine Schaufeltiefe hier ausgehoben und das genügt. Ich gehe jetzt hin, verdichte den Boden ein wenig und habe dann ein ganz glattes Planum. Da kommt dann der Stallmist drauf. Es ist schon manchmal vorteilhaft, wenn man einige Kilogramm auf die Waage bringt. Und somit kann ich hier jetzt eine wunderbare Ebene schaffen. Das ist jetzt frischer Stallmist. Frischer Stallmist muss noch verrotten und da entsteht die Verrottungshitze. Da sind Mikroorganismen drin, die nach wenigen Stunden anfangen, mit Sauerstoffzugabe hier Hitze zu entwickeln. Die bauen die festen Bestandteile ab und dadurch entsteht eben ganz große Wärme. Das nehme ich jetzt und fülle es in unser Frühbeet. Allein wenn ich hier drin schon stehe, merke ich, wie angenehm warm es hier an den Hosenbeinen hochzieht. Also hier ist richtig Leben drin. Ich verdichte das jetzt noch mal ein wenig und dann kommt zum Schluss die Erdlage wieder zurück. Das ganze Erdreich wird jetzt verteilt. Die Erde ist noch super in Ordnung. Ich hatte im Herbst da ja noch einmal Lauberde dazugegeben. Jetzt kann ich noch Sorge tragen, dass es schön feinkrümelig ist, große Brocken davon zerkleinert werden, bevor es dann eine ideale Saatoberfläche eben liefert. Die Erde in meinem Frühbeet ist relativ trocken und der Pferdemist benötigt Wasser. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich jetzt angieße, damit Erdreich nass ist und Pferdemist Wasser bekommt, bevor Saatgut draufkommt. Ansonsten würde ich das Saatgut wegspülen. Ich sähe auf feuchtes Erdreich nachher aus. So ein Mistbeet ist natürlich super. Aber es gibt auch einige Einschränkungen, die ihr zu beachten habt. Denn Pferdemist wird nicht von allen Gemüsen geliebt. Zwiebeln und Karotten mögen überhaupt kein Pferdemist. Deswegen kommt in dieses Beet in diesem Jahr auch keine Zwiebel und keine Karotte. Jetzt im späten Winter gehe ich hin und sähe in den warmen Frühbeetkasten die ersten Asia-Salate aus. Ich sähe meine Aussaaten immer mit Vermiculite ab. Vermiculite ist ideal. Es hält die Feuchtigkeit, es hält die Trauermücken ab und vor allen Dingen, ich kann nachher sehen, wo ich meine Saatrillen habe. Das hier sind Stäbe von Silvesterraketen. Und die sind super geeignet, um die Saatguttüten zu halten, damit ich weiß, wo was steht im Frühbeetkasten. Neujahrsmorgens war ich draußen um 7 Uhr schon und war ganz verblüfft, wie viele Gärtner aus unserer Ortschaft auch um 7 Uhr draußen waren, um Silvesterraketenstäbe für ihre Tomaten, Chilis und für ihre Gartenpflanzen zu sammeln. Ich habe einen ganzen Pungel, der reicht für mich für diese Saison. Zum Abschluss versehe ich unser Frühbeet mit der Fußbodenheizung noch mit einem digitalen Thermometer. Ich werde die Sonde jetzt hier reinstecken und euch in den nächsten Tagen über Instagram informieren, wie die Temperatur im Frühbeetkasten ist und ob somit die Mikroorganismen ihren Job tun. Ich hoffe, dass euch das inspiriert hat, selbst eine Fußbodenheizung in euer Frühbeet einzubauen.